Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Gästinnen. Es sind ja fast nur Gästinnen da, wenn ich mal so rumgucke. Zwei Männer und der Rest ist, glaube ich, Frauen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. 32 Leute passen hier rein, bis auf zwei Stühle, wo kurzfristig Erkrankungen vorliegen, ist der Saal voll. Das freut uns ganz besonders. Wir begrüßen auch die Zuschauer im Internet, bei Facebook. Da sind wir heute live zugeschaltet und bin mal gespannt, was das für eine Resonanz geben wird. Von daher auch dieser technische Aufwand hier. Das Ganze wird heute gesponsert vom Literaturbüro Westfalen, vom Lila Lettern. Da möchten wir uns recht herzlich bedanken, dass das Ganze so funktioniert hat. Denn nach Corona wäre ich heute vielleicht noch gar nicht bereit gewesen, eine Lesung zu machen. Aber das war dann noch der Anstoß, der gefehlt hat, um dann heute loszulegen. Wir begrüßen heute, das können wir ruhig mit einem Applaus machen, Astrid Plötner. Schönen guten Abend. Die wird uns heute verraten, wer morgen nicht mehr bei Wessels einkauft. Ja. Und um dem Ganzen dann auch noch ein bisschen Schwung und Esprit zu verleihen, auch Peter Kracht, Dr. Peter Kracht hier, den dürfen wir auch mit einem Applaus begrüßen. Auch wenn wir ihn alle kennen, aber wir schätzen ihn noch alle. Und er führt uns heute als Moderator durch den Abend. Und an dieser Stelle bin ich schon fertig und darf mich ausklinken. Ja, liebes Publikum, ich habe überlegt, wie wir beginnen. Also ich muss noch ein paar Sätze sagen zur Veranstaltung. Es ist eine neue Reihe des Literaturlandes Westfalen mit dem Titel Lila Lettern. Und es beginnt im Oktober, den haben wir fast rum, aber wir sind noch rechtzeitig zu einem Termin gekommen. Und in dieser Reihe sollen nun Gespräche stattfinden mit Autorinnen und Autoren. Und die sollen sich und ihre Werke präsentieren. Das war ja nun monatelang nicht möglich, höchstens auf den kleinen Fernsehapparaten, bei PCs und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Gefühl, wenn man wieder vor Menschen sitzt. Und ich kann Ihnen das sagen, ich halte auch öfters Vorträge und es fehlt einem was. Also ich kann Künstler nachvollziehen oder deren Stimmung nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel ein halbes Jahr nicht auf der Bühne war. Das muss wirklich schlimm sein für Menschen, die für die Kunst leben. Interessant ist nun, dieses Projekt soll gleichzeitig im ländlichen Raum stattfinden. Und Massen ist ja nun ländlich. Also ich habe heute eben noch mal zu meiner Frau gesagt, hier im Dorf bleibt nichts geheim. Also mit anderen Worten, wenn ich irgendwas einem erzähle, dann weiß es am nächsten Tag sogar jemand in Obermassen, was ja nun noch ein Stück entfernt ist. Aber es sollen eben auch kleinere Veranstaltungen stattfinden in Buchhandlungen. Und da freue ich mich, dass wir heute Abend hier sind, in der Buchhandlung, in dem Buch am Hellweg, in der Druckerdomain. Ich finde es ganz toll, dass der Klaus Steinlager hier eine Buchhandlung eingerichtet hat, hier bei uns in Massen. Die gab es vorher natürlich bei Frau Schwager, konnte man was kaufen, die ist aber auch schon lange tot. Also aus dem Grunde finde ich das wirklich sehr schön, dass wir heute Abend hier sitzen können. Und ja, wir haben es gerade schon gehört, wir sind zwar hier live vor Ort, aber im Äther sozusagen. Bei Facebook sind wir auch zu hören und zu sehen. Und das freut mich ganz besonders, dass also das, was hier heute in Massen passiert, auch, wenn man so will, ausgestrahlt wird. Also der Klaus Steinlager sagt ja schon zu Recht, ich wäre heute als Moderator vorgesehen. Ich hatte eben schon überlegt, als was ich denn eigentlich hier bin. Und da habe ich mir überlegt, ich bin als Kreisheimatpfleger hier. Als ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger. Und der Kreisheimatpfleger, der pflegt auch die Kultur. Und Lesen oder Lesungen sind natürlich auch Teil, wichtiger Teil der Kultur. Ja, soweit zur Einführung. Dann darf ich mich gleich unserer Gastautorin Astrid Plötner zuwenden. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten, es soll ja nicht nur gelesen werden, sondern wir möchten natürlich auch ein bisschen aus ihrem Leben erfahren, wie sie zum Schreiben gekommen ist und vor allen Dingen, wie sie auf die Idee kam, den Hellweg-Krimi zu schreiben, mittlerweile den vierten. Genau. Und in einem Krimi gibt es ja immer Tote. Das ist nun mal so. Meist zumindest. Meistens. Meistens.
Und deswegen die erste Frage, also seit wann sind Sie angefangen zu schreiben? Seit wann haben Sie entdeckt, dass das Hobby ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr? Und warum ausgerechnet Kriminalromane? Ja, die Frage kriege ich immer wieder gestellt. Deswegen habe ich jetzt auch schon so ein kleines Repertoire im Hinterkopf. Ich kann da mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe als Kind, als Teenager gerne diese Dolly-Bücher von Enid Blyton gelesen. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand kennt. Und das dauerte mir dann immer zu lange, bis die Fortsetzung kam. Und da habe ich tatsächlich dann selber mal in meine Klade mit Hand die Fortsetzung geschrieben. Es sind immerhin 20 Seiten geworden. Und meine Mutter meinte, das ist gar nicht schlecht, vielleicht wirst du mal Schriftstellerin. Ja, vielleicht habe ich mir das zu Herzen genommen. Ich habe natürlich erst einen anständigen Beruf gelernt, in Anführungsstrichen. Ich will nicht sagen, dass Schriftsteller nichts Anständiges ist, aber da kann man ja nicht von leben. Oder die meisten zumindest nicht. Ja. Genau. Und deswegen habe ich meine Berufstätigkeit erstmal ausgelebt, Familie gegründet, da blieb keine Zeit zum Schreiben. Als die familiären die Situation das dann zuließ, da habe ich dann überlegt, du kannst dir vielleicht durch die Schreiberei ein bisschen was dazu verdienen. Mhm. Und Krimis aus dem Grunde, ich lese selbst am liebsten Krimis. Mhm. Ich schaue sie auch am liebsten im Fernsehen. Es muss Spannung da sein. Ich mag es, verschiedene Handlungsstränge zu verschachteln. Und deswegen bin ich bei diesem Genre geblieben. Schön. Ich habe eine Frage auch noch gleich, die sich heute Morgen, nicht heute Nacht, aber heute Morgen durch den Kopf ging. Und zwar, wenn man anfängt als Krimi-Autor, hat man ja eine Geschichte im Kopf. Und ist sie schon gleich so ausgedacht oder gibt es im Laufe des Schreibens, des Nachdenkens, des Forschens, gibt es da Momente, wo man dann sagt, oh, ich muss jetzt doch in eine andere Richtung. Der Hintergrund ist, das kann ich auch kurz erzählen, ich war ja jahrelang beim Hellweger Anzeiger Kommentator auf der zweiten Seite, Politik. Und ich konnte keinen Kommentar schreiben, ohne dass ich eine Überschrift hatte. Das heißt, ich musste erst mal grübeln, welche Überschrift nehme ich. Und wenn die Überschrift stand, dann floss es plötzlich aus meiner linken Hand und ich konnte schreiben. Und da habe ich manchmal überlegt, als ich fertig war, das, was ich geschrieben habe, passt gar nicht zur Überschrift. Also mit anderen Worten, Thema verfehlt, würde man sagen. Also ich musste die Überschrift hinterher noch entsprechend ändern. Aber ohne Überschrift konnte ich nicht loslegen. Also ist das bei Ihnen auch so? Sie haben also einen festen Plan schon im Kopf und dann kommt plötzlich noch irgendein Toter dazu oder irgendeine... Also mir ist das mal einmal passiert, da hatte ich eine... Also ich habe ja einen gewissen Plan, wenn ich schreibe. Ja, das meine ich. Also so ein Plot und den baue ich aus, dann kommt das Handlungsgerüst, dann entwickle ich die Figuren, damit die eine nicht am Anfang blonde Haare hat und am Ende auf einmal brünett ist. Das muss man ja alles berücksichtigen, weil 300 Seiten kann man da schon mal bei so einer Nebenfigur vielleicht. Ne? Also auf jeden Fall ist mir das einmal passiert, da ist mir so eine Figur so ins Herz gewachsen, die sollte sterben. Und dann habe ich die wirklich 2-3 Kapitel länger leben lassen. Ja, das ist ja herzig. Das tat mir leid. Und aber gut, es ging dann doch nicht anders. Es musste sein. Ja, wir hatten uns eben auch noch überlegt, es gibt noch einen dritten Band, der liegt hier gerade, das ist Fester Mortale. Der ist mehr oder weniger, ja, kurz vor dem... kurz vor dem Lockdown erschienen. Den kennen viele noch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, doch. Viele doch, aber viele auch nicht. Jetzt müssen wir mal überlegen, 50% oder wie viel auch immer. Also wir haben uns überlegt, dass Frau Plöttner doch einen kleinen Einblick in dieses Werk gibt, das nämlich natürlich auch Lokalkolorit hat. Es spielt bei der Festa Italiana, die ja nur auch ausgefallen ist. Also im Prinzip gibt es ja nicht vieles, was stattgefunden hat. Also die ist leider auch ausgefallen, aber den Toten hat es dann doch gegeben. Und ich habe jetzt mir nur notiert, der kleine Torben sitzt im Riesenrad bei der Festa und glaubt plötzlich, seinen Vater zu erkennen. Und dann kommt er runter, seine Mutter will auf ihn aufpassen, aber er ist weg und damit fängt die Geschichte eigentlich an. Genau. Und da wollten sie jetzt sozusagen zur Einstimmung uns zeigen, wie es bei der Festa Italiana zugeht. Man kommt sich schnell näher, aber man verliert sich auch schnell aus den Augen. Und tja,
Ich bin gespannt. Ja, meine Ermittler, die hatten das ja eigentlich gar nicht vor zu ermitteln. Die haben ja, gedacht, die wollten zu fester. Die wollten zu fester, genau. Und da fängt es jetzt an. Maike schlug den Fußweg Richtung Innenstadt ein. Sie war um 10 mit den Kollegen Teubner und Reinders am Rathausplatz verabredet. Überall sah sie Menschenmassen in die Innenstadt strömen. Heute, am Eröffnungstag des italienischen Festes, schien ganz Unna auf den Beinen zu sein. Allmählich sah sie die ersten Lichter leuchten und hörte laute Musik, die von der Bühne am Rathaus herüberschallte. Sie erkannte den Song Lasciatemi cantare von Tutto Cotugno. Eine Gruppe Frauen mittleren Alters grölte den Text mit. Sie hatten sich eingehakt, hüpften wie kleine Schulmädchen und lachten albern. Endlich erreichte Maike die Fußgängerzone und blieb überwältigt stehen. Dicht gedrängt schob sich eine Lawine aus Menschen über die Bahnhofstraße, unter den hohen Lichterbögen aus filigranem, weiß lackiertem Holz hindurch, an denen tausende bunter Glühlampen leuchteten. Laut eines Berichts im Hellwiger Anzeiger waren an die 500.000 installiert worden. Links von Maike erhob sich zwischen Post und Rathaus eine prachtvolle Bühne, die wie ein bunt illuminierter Tempel wirkte. Davor eine Menschentraube, die gerade nach Zugabe schrie und applaudierte, als der Sänger der italienischen Band nach seiner Gitarre griff. Als der Italiener die ersten Klänge des Songs Sebastas una canzone von seinem berühmten Kollegen Eros Ramazzotti anschlug, jubelten die Fans. Rechts neben der Bühne auf dem Rathausplatz erhob sich ein Riesenrad, das die dahinter gelegene Kirche St. Katharina an Größe übertraf. Darunter duckten sich Buden, die italienische Spezialitäten anboten. Die davorstehenden Bierzeltgarnituren waren allesamt besetzt. Maike bahnte sich einen Weg durch die Menschenmassen und hielt Ausschau nach ihren Kollegen. Endlich erkannte sie auf einer der Sitzbänke Sören Reinders. Erleichtert ging sie auf ihn zu. »Hey Sören, ist Max noch nicht da?« »Setz dich«, erwiderte Reinders und zog seine Jacke beiseite, um ihr Platz zu machen. »Teubner sorgt für Getränke.« Maike rutschte neben ihn auf die Bank. Ihr Blick fiel auf die Bühne, wo sich der Italiener gerade unter Applaus verabschiedete. »Hallo, Maike, zum Wohl«, grüßte Teubner. Er balancierte 3 Gläser Rotwein auf einem Tablett und schob sich neben ein Ehepaar gegenüber von Maike auf die Bank. Er hatte sich für den Abend in Schale geschmissen. Zu Jeans trug er ein kurzärmliches weißes Oberhemd, seine sonst so wirr stehenden braunen Haare, durch die sich blonde Strähnen zogen, hatte er mit Gel in Form gebracht. »Prost«, sagte Maike, hob ihr Glas und stieß mit den Kollegen an. Aus den Augenwinkeln sah sie einen Einsatzwagen der Kollegen, der mit blinkendem Blaulicht in einer nahen Seitenstraße hielt. 2 Uniformierte bahnten sich den Weg durch die Menge und steuerten auf das Riesenrad zu. Im nächsten Moment erkannte sie Polizeioberkommissar Gerold Schmidtke von der Bereitschaft, der die Gäste an den Bierzeltgarnituren befragte. Einige Minuten später trat er auch zu ihnen. »Hey Gerold«, grüßte Reinders. »Heute Bereitschaft zu haben, ist kein Vergnügen, was?« Er grinste und knuffte den Kollegen in die Seite. »Nee, bestimmt nicht. Erst recht nicht, wenn hier auf dem Fest ein Kind verschwindet und wir total unterbesetzt sind. Die Mutter macht sich kirre und behauptet, ihr Torben wäre entführt worden.« »Felicita«, grollte die Menschentraube. »Und?« rief Reinders gegen den Lärm an. »Was steckt dahinter?« Der Uniformierte hob ratlos die Schultern. »Ich kenne die Familienverhältnisse nicht. Der Kindsvater soll seiner Ex-Frau heute Morgen gedroht haben, sich den Jungen zurückzuholen. Nun glaubt sie, er hat ihn in seine Gewalt gebracht und er könne ihm etwas antun. Die Frau hat sich mir gegenüber ziemlich hysterisch verhalten und ihre Behauptungen klangen reichlich übertrieben. Wir müssen der Sache jedenfalls nachgehen.« »Wann ist das Kind denn verschwunden?« fragte Maike. »So gegen 21 Uhr heute Abend«, erwiderte Schmidtke. Maike blickte auf die Uhr.
Das sind nicht einmal 2 Stunden. Könnte der Junge sich nicht allein auf dem Fest amüsieren? Die Mutter behauptet, dann hätte er Bescheid gegeben. Alessia Sobeck arbeitet hier auf dem Stand ihrer Eltern, die ein italienisches Restaurant betreiben, erklärte er laut. Vielleicht habt ihr ja Lust, bei der Suche zu helfen. Maike und Teubner schwiegen wenig begeistert. Klar helfen wir, erklärte Reinders jedoch spontan. Vermutlich, weil er selbst eine Tochter im Alter des verschwundenen Jungen hatte und die Sorgen der Mutter gut verstehen konnte. Hast du ein Foto? Polizeioberkommissar Schmidtke nickte und zückte sein Handy. Er rief die Datei auf und hielt sie dem Kollegen entgegen. Das Bild zeigte das blasse Gesicht eines etwa 10-jährigen Jungen mit kurzen, dunkelbraunen Haaren und braunen Augen. Seine schmalen Lippen lächelten zaghaft. Er wirkte wie ein zerbrechliches Kerlchen. »Schick uns die Datei rüber«, bat Reinders. Schmidtke nickte und schickte das Foto auf Reinders Handy, der es an Maike und Teubner weiterleitete. »Wie können wir helfen?«, fragte Maike. Schmidtke rieb sich nachdenklich über seinen 3-Tage-Bart. »Den Wagen des Vaters haben wir auf keinem der näheren Parkplätze finden können, die fester Besucher gewöhnlich benutzen. Er scheint also nicht oder nicht mehr hier zu sein. Natürlich könnte er auch zu Fuß in die Innenstadt gekommen sein. Die Frage ist, ob der Junge wirklich bei ihm ist. Aber in diesem Tumult wird es schwer, eine Spur von ihm zu finden. Ihr könntet die Leute Richtung Marktplatz befragen.« »Habt ihr versucht, den Vater zu erreichen?« mischte sich Teubner ins Gespräch, das nun relativ normal verlaufen konnte, da die Musiker eine Pause eingelegt hatten. »Vielleicht ist ja alles ganz harmlos und der Mann amüsiert sich nur ein wenig mit seinem Sohn auf dem Fest. Wer weiß, wie oft er den Jungen sehen darf.« Schmidtke nickte und hob gleichzeitig ratlos die Schultern. »Der Vater ist weder über Handy noch in seinem Büro oder bei sich zu Hause erreichbar. Seine Lebensgefährtin hat keine Ahnung, wo er sich aufhält. Davon, dass er sich mit Torben treffen wollte, weiß sie nichts.« Reinders leerte sein Weinglas und zündete sich eine Zigarette an, deren Rauch er tief in die Lungen sog. »Man kann Kindesentführung nicht ausschließen. Außerdem wissen wir nicht, was in der Familie los ist. Torben könnte sich also tatsächlich in Gefahr befinden. Warum sollte die Mutter so eine Drohung erfinden?« »Okay«, seufzte Maike, »wir befragen die Händler und Gastronomen in der Fußgängerzone. Denen fällt wahrscheinlich am ehesten etwas auf.« Ja, die beiden Ermittler, die werden sich natürlich freuen. Die wollen gerade ihren Rotwein trinken und plötzlich fehlt ein Junge. Und es ist ja öfters auf der Festa, dass Kinder fehlen, auch auf anderen Kirmessen. Aber sie müssen dann Kraft ihres Amtes sich kümmern sich auch. Und es ist ja in der Tat spannend. Also die meisten dieser Fälle, dieser vermissten Fälle, gehen ja glimpflich aus. Die Kinder werden gefunden und dann ist die Sache in Ordnung. Aber der Leser fragt sich natürlich, ist denn was dran, was die Mutter vermutet? Und das war bei mir auch so. Also wenn man an dieser Stelle kommt, dann kann es auch spät sein, aber man sollte doch erstmal weiterlesen. Und was machen Sie dann bitte jetzt? Genau. Ja, also die ganze Innenstadt wird abgesucht. Wer schon mal auf dem italienischen Fest war, der weiß ja, was da sich für Menschenmassen durchschieben. Und so einen kleinen 10-jährigen Jungen zu finden, das ist ja im Grunde unmöglich. Das ist unmöglich, ja. Das geht ja hinterher noch weiter. Dann wird Antenne Unna eingespannt und der Hellwige Anzeiger schreibt auf seiner Online-Seite, sucht den Jungen. Aber in der Nacht wird er nicht gefunden. Genauso wenig kann man den Vater erreichen. Die Staatsanwältin, die Ermittelnde, die beschließt dann, das Haus des leiblichen Vaters durchsuchen zu lassen. Der nächste Tag ist, wie immer beim italienischen Fest, ein Feiertag, Himmelfahrt meistens. Und das Haus wird durchsucht. Es wird aber keine Spur von dem Jungen und auch nicht vom Vater gefunden. Die Lebensgefährtin macht sich selbst schon Sorgen.
Daraufhin beschließt die Staatsanwältin, auch die Kanzlei des leiblichen Vaters, der als Rechtsanwalt arbeitet, durchsuchen zu lassen. Man konnte die Sekretärin erreichen, die einen Kurzurlaub am Möhnesee macht. Die ist dann wacker in die Stadt gekommen, und um die Kanzlei aufzuschließen. Und jetzt befinden sich drei Frauen im Foyer der Kanzlei. Sabine Brandt, die Sekretärin, Lina von Laun-Haunhorst, die Staatsanwältin, und die ermittelnde Kommissarin Maike Graf. Sabine Brandt drehte am Türknauf und stutzte. »Nanu?« sagte sie erstaunt und klopfte an die Tür. »Herr Sobeck?« rief sie und wandte sich, als keine Antwort kam, an die Staatsanwältin. »Er schließt sich manchmal ein, wenn er absolut ungestört sein will.« Lina von Haunhorst trat vor und klopfte fest gegen das Holz. »Herr Sobeck, öffnen Sie bitte die Tür.« Die drei Frauen lauschten, doch es folgte keine Reaktion. Die Staatsanwältin klopfte erneut, diesmal noch etwas lauter. »Nun machen Sie schon die Tür auf, das bringt doch nichts.« Sie rüttelte am Knauf, als könne sie die verschlossene Tür dadurch öffnen. Im selben Moment erklang ein Gong. Sabine Brandt lief hinter den Tresen und schaute auf einen kleinen Bildschirm. »Ihre Kollegen sind da«, erklärte sie und betätigte den elektrischen Türöffner. Maike hörte durch die weit offen stehende Etagentür der Kanzlei Stimmengemurmel und schwere Schritte, die sich näherten. Kurz darauf traten die Kollegen Teubner, Reinders und Schmidtke ein. »Haben Sie einen Schlüssel für die Bürotür?« fragte Lina von Haunhorst, die Sekretärin, nachdem sie einen schnellen Gruß an die Polizisten gerichtet hatte. Sabine Brandt hob die Schultern. »Das weiß ich gar nicht so genau. Ich werde es ausprobieren müssen.« Sie hob fragend den Blick, als wolle sie nichts falsch machen. »Tun Sie das, aber bitte beeilen Sie sich. Gibt es vom Büro her eine Fluchtmöglichkeit, eine weitere Tür oder Fenster?« Sabine Brandt klimperte mit dem Schlüsselbund und startete bereits den ersten Versuch. Ihre Finger zitterten leicht. »Ja, eine Tür führt auf den rückwärtigen Balkon.« Beim fünften Versuch hatte sie endlich Glück. Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Sie wollte die Tür aufschieben, wurde von der Staatsanwältin jedoch zurückgehalten. »Das überlassen Sie mal den Kollegen. Treten Sie bitte beiseite.« Lina von Haunhorst nickte Teubner zu, während die Sekretärin sich hinter ihrem Tresen verschanzte und damit begann, nervös an ihren Fingernägeln zu kauen. Teubner zog seine Dienstwaffe aus dem Holster, dann klopfte er laut an die Tür. »Ich komme jetzt zu Ihnen ins Büro, Herr Sobeck. Seien Sie vernünftig und nehmen Sie die Hände hoch. Haben Sie verstanden?« Aus dem Büro war kein Laut zu hören. Teubner öffnete die Tür. Maike sah das Zimmer im Dunkeln liegen. Sämtliche Jalousien mussten heruntergelassen sein. Teubner betätigte den Lichtschalter, dann ging er langsam zwei Schritte vor, da rechts an der Wand neben dem Eingang ein Schrank stand, der ihm die Sicht versperrte. »Scheiße!« schrie er plötzlich. Er steckte die Waffe zurück ins Holster und verschwand aus dem Blickfeld von Maike. »Wir haben hier einen Tatort!« rief er dann. »Jemand muss sich um den Jungen kümmern. Er liegt vom Eingang links auf der Chaiselong.« Sören Reinders und Maike betraten das Büro, hielten sich dabei an der Wand, um möglichst wenige Spuren zu zerstören. Was Maike dann sah, raubte ihr für einen Moment den Atem. Teubner beugte sich seitlich über den Schreibtisch am anderen Ende des Raums, hinter dem Thomas Sobeck auf seinem Schreibtischstuhl saß. Sein Oberkörper lag auf der Tischplatte. Blut breitete sich darunter aus. Eine weiße Schreibtischunterlage, die als großes Notizblatt genutzt werden konnte, hatte sich rot verfärbt. Teubner zog Handschuhe an und tastete am Hals nach dem Puls. Dann drehte er vorsichtig den Kopf Sobecks und man konnte deutlich ein Einschussloch an der Stirn erkennen. Lina von Haunhorst, die nur zwei Schritte in den Raum getreten war, um sich ein Bild zu machen, wies sofort Polizeihauptkommissar Schmidtke an, einen Rettungswagen und die Kriminalhauptstelle in Dortmund zu informieren.
Der Kollege Hübner leitet die Ermittlungskommission um den verschwundenen Torben. Da ein offensichtlicher Zusammenhang besteht, ist er wohl auch für den Mord an dessen Vater zuständig. Hoffentlich kann ich Hübner erreichen. Sie wandte sich von der Tür ab und ging auf Sabine Brandt zu, die fragend über ihren Tresen blickte. Es tut mir sehr leid. Ihr Chef wurde erschossen. Sie sollten sich noch eine Weile zur Verfügung halten. Außerdem benötigen wir gleich eine Speichelprobe von Ihnen und Ihre Fingerabdrücke als Vergleichsmaterial. Ist das möglich? Maike hörte die Antwort der Sekretärin nicht mehr. Ihr Blick war auf die Chaiselongue gerichtet, auf der ein Junge lag. Man hatte ihm die Augen verbunden und die Hände mit einem Seil gefesselt. Reinders kniete neben ihm und tastete nach seinem Puls. Maike ging neben Reinders in die Hocke. »Und?« fragte sie kaum hörbar. »Er ist ohne Bewusstsein«, erklärte ihr Kollege. »Und sein Puls ist schwach. Wir sollten ihn in die stabile Seitenlage bringen.« »Der Notarzt ist unterwegs«, sagte sie knapp und half Reinders, den Jungen auf die Seite zu drehen. Danach begann sie sofort, ihm die Fesseln zu lösen und die Binde von seinen Augen zu entfernen. Es handelte sich eindeutig um Torben Sobeck. Was hatte der kleine Kerl seit gestern Abend nur erleben müssen? Hatte er seinen Vater tatsächlich auf dem italienischen Fest getroffen und ihn in die Kanzlei begleitet? Was war danach geschehen? Und wer hatte Thomas Sobeck erschossen? Ja, diesen Fragen gehen die Ermittler natürlich im Folgenden nach. Ich lese jetzt noch einen kurzen Abschnitt aus Tätersicht. Ich habe immer kleine Kapitel, ganz kurze, aus der Sicht des Täters eingefügt, um die Spannung möglichst hoch zu halten. Seit einer Ewigkeit verstecke ich mich auf diesem gruseligen, dunklen Friedhof. Ich hocke geduckt hinter einem Grabstein. Mein Herzschlag rast. Meine Glieder fühlen sich kraftlos an. Ich kann mich kaum beruhigen. Ich habe es tatsächlich getan. Den Schlüssel zum Büro seiner Kanzlei habe ich in einen der Büsche geschmissen. Ich denke, es war ein kluger Schachzug von mir, die Tür hinter mir abzuschließen. Es hat mir sicherlich ein wenig Luft verschafft. Ich brauche Zeit, um von hier zu verschwinden. Niemals hätte ich gedacht, dass ich einen Menschen erschießen könnte. Ich kenne die Geschichte von Thomas Sobeck, weiß, dass er Dinge getan hat, die nicht korrekt sind. Aber rechtfertigt das einen kaltblütigen Mord? Sobecks vor Schreck aufgerissene Augen werden sich in meine Seele brennen, wie sie entsetzt auf den Lauf meiner Waffe starren. Er hatte Angst. Und er konnte nicht verstehen, warum er sterben soll. Hätte ich ihm das erklären sollen? Ich habe es vorgezogen, zu schweigen. Ich musste mich auf meine Mission konzentrieren. Der Junge lag währenddessen bewusstlos auf der Liege. Ich würde es bedauern, wenn er im Unterbewusstsein mitbekommen hätte, was ich getan habe. Thomas Sobeck ist nun der dritte Mensch, der durch meine Verantwortung gestorben ist. Er wird nicht der letzte sein. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich vieles anders machen. Aber nun muss ich mit meiner Schuld leben. Ich bin ein Mörder. Ja, ich habe ja gesagt, das ist schon spannend. Also, wer das Buch jetzt heute noch mitnimmt, der kann heute Abend weiterlesen. Ich lese auch gerne Krimis. Zwar nicht so viele, aber... Ich habe mir jetzt zur Maxime gemacht, ich fange morgens an und höre abends auf und dann ist das Buch durch. Ich frage mich natürlich immer, warum Kriminalautorinnen und Autoren immer mindestens 300 Seiten schreiben müssen. Aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Also auch 300 Seiten kriege ich an einem Tag hin. Und ich weiß auch noch, was ich am nächsten Tag gelesen habe. Also das ist ja auch wichtig, dass man nicht zu schnell liest. Ja, das war ja jetzt schon sehr interessant und jetzt kommen wir sozusagen zum Highlight des Abends, nämlich Teufelstod. TT, Teufelstod, das ist schon mal vom Titel her sehr, sagen wir mal, in das Thema einführend. Der Teufel ist tot und so war es ja in der Tat auch.
Und dieser neue Band lässt, so habe ich es mir hier notiert, ihre Ermittler fast nicht zur Ruhe kommen. Maike Graf und Max Teubner haben alle Hände voll zu tun, um allen möglichen Spuren nachzugehen. Das ist natürlich im Prinzip immer die Aufgabe eines Ermittlerteams. Spuren gibt es viele, aber wie das auch ist bei Spuren, viele Spuren verlaufen rasch im Sand. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt heute noch oder als dieser Fall passiert ist, beim Hellweger Anzeiger gewesen wäre und hätte die Schlagzeile dichten müssen und ich hätte ganz groß gemacht, Mord in der Massener Heide. Selbst da oben, wo die Welt noch in Ordnung ist, gibt es Mörder, zumindest einen. Und dann habe ich das Buch gelesen und jetzt ich bin zwar immer noch in der Massener Heide, aber ich gucke jetzt immer, was da so los ist, ob da einer steht, der da nicht hingehört. Also auch das Buch fand ich sehr, sehr gelungen. Und dann Feuer frei, würde ich sagen. Ich habe das übrigens schon mal gehört. In meinem zweiten Band Enkeltrick habe ich in Bornekamp gemordet. Aha. Und da sagt der eine, ich gehe da nicht mehr her. Ja. Ohne Polizeischutz nicht. Na gut. Aber es ist ja nur Fiktion. Genau. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Kapitel an. Mhm. Friedrich hasste es, wenn sein täglicher Rhythmus nicht nach Plan ablief. Er war nicht pingelig, aber bei dem Sauwetter würde er keinen Fuß vor die Tür setzen. Selbst wenn er nach diesem unfassbaren Brief sehr gern frische Luft geatmet hätte. Er starrte auf die Fensterscheibe, an der sich Regentropfen vereinigten zu vielen und immer wieder neuen Rinnsalen, die sich gegenseitig überholten. Seine schlanke Gestalt spiegelte sich. Auch mit seinen jetzt 90 Jahren stand er in aristokratischer Haltung da. Seine Haare waren weiß und dünner, sein Gesicht und die Hände faltiger geworden. Aber sein Verstand, der funktionierte einwandfrei. Er schüttelte stumm den Kopf. Niemals würde er sich unter Druck setzen lassen. Asgeier, schimpfte er, spuckte das Wort regelrecht aus. Schmarotzer! Er zerknüllte das Schreiben in seiner Hand zu einer Papierkugel, ohne einen weiteren Blick darauf zu werfen. Nichts werden sie bekommen, keinen Cent. Er wandte sich vom Fenster ab und betrat die Küche. Friedrich ging auf die Spüle zu und zog ein goldenes Feuerzeug aus seiner Hosentasche. Er entfaltete das Papierknäuel in seiner Hand und zündete es an. Die Flammen züngelten in die Höhe. Er ließ das Papier ins Spülbecken fallen und beobachtete, wie es zu Asche zerfiel. Nachdem der letzte Funken verlöscht war, spülte er die Reste mit Wasser in den Ausguss. Endlich hatte es aufgehört zu regnen. Er trat in den Flur, zog seine festen Wanderschuhe und den dunkelgrauen Wollmantel an. Mit einem kurzen Blick in den Spiegel prüfte er sein Aussehen. Die blaue Krawatte gab den Ton seiner Augen wieder und saß über dem weißen Hemd perfekt unterm Mantel. Zufrieden griff er nach dem Hausschlüssel und trat ins Freie. Klare, reine Luft empfing ihn. Auf dem Innenhof war keine Menschenseele zu sehen. Das Personal vom Restaurant war vermutlich mit den Vorbereitungen für das Gänseessen am Abend beschäftigt. Sollte ihm nur recht sein. Er stellte den Kragen des Mantels hoch, als ihn ein Windstoß streifte. Dann verließ er den Hof und ging strammen Schrittes einen Weg entlang, der sich durch die Felder wand, hin zu einem kleinen Waldstück hin. Das Dröhnen eines Traktors störte die Stille. Das konnte nur einer dieser idiotischen. Warum um alles in der Welt machten sie zu dieser, was um alles in der Welt machten sie zu dieser Zeit auf dem Acker? Soweit Friedrich wusste, bauten sie nur Kartoffeln und Zuckerrüben an. Die sollten längst eingefahren sein. »Hey, warte mal!« brüllte da plötzlich jemand von hinten, als er bereits in den Wald eingetaucht war. Friedrich schaute sich verwundert um.
Eine abgehetzt wirkende Gestalt trat zwischen den dicht stehenden Bäumen heraus. Im Gegenlicht konnte er sie zunächst nicht erkennen, aber er ahnte Böses. Sollte er Recht behalten, war der Streit vorprogrammiert. Aber er sah keine Chance, dem auszuweichen. Er blieb stehen und verschränkte die Arme vor der Brust wie ein Schutzschild. Stumm wartete er. Schließlich erkannte er sicher, wen er vor sich hatte. »Wir müssen reden. Ich habe Rechte. Du musst dich unserem Problem stellen.« In Friedrich Teufel brodelte Wut. »Es ist nicht mein Problem. Lass mich in Ruhe, hast du verstanden?« Er schob die Hände wieder in die Manteltaschen. Die Temperatur war heute nur im einstelligen Bereich. Zudem wehte ihm ein böiger Wind, nasskalte Luft in den Nacken. Er hätte Handschuhe und Schal anziehen sollen. »Hör mir doch nur einen Moment zu. Ich möchte bloß...« »Deine Probleme interessieren mich nicht«, unterbrach Friedrich. »Ich will damit nichts zu tun haben. Kapier das endlich.« »Wie kann man nur so arrogant sein, so gefühllos?« Friedrich weigerte sich, nur eine Sekunde länger zuzuhören. Das führte sowieso zu keinem Ergebnis. Seine Füße sogen die Kälte des nassen Waldweges auf und brachten ihn zum Frösteln. Er würde zum Bauernhof zurückkehren. Vielleicht ergab sich am Nachmittag eine bessere Gelegenheit für einen Spaziergang. Er drehte sich zur Seite, um an dem widerwärtigen Individuum vorbeizukommen. »Jetzt warte doch mal!« Friedrich hob genervt die Augenbrauen. »Ich habe keinen Redebedarf.« »Nur einen Moment, bitte! Du musst mich unterstützen!« »Mach den Weg frei, verdammt nochmal!« »Ich werde nicht eher gehen, bis du mir...« »Was?« unterbrach Friedrich sogleich. »Willst du mir drohen? Du bist das absolut Letzte. Eine Mistfliege, die ich am liebsten auf dem Boden zertreten würde. Widerlich, einfach nur widerlich.« Das rote Gesicht wurde blass. »Du meinst das tatsächlich ernst, oder? Und was ist hiermit?« Der Mann zog etwas aus der Tasche und hielt es ihm entgegen. Friedrich erkannte sofort, was es war. Am liebsten hätte er es ihm aus der Hand geschlagen. Aber er drängte sich nur wortlos vorbei, musste dazu allerdings in den Matsch am Wegesrand treten und fluchte. Er rief dem Kerl noch eine Gehässigkeit zu und beschleunigte seinen Gang. Sein Herz hämmerte gegen seine Brust. Das Dröhnen des Traktors war verstummt. Einen Moment hörte er nur seine eigenen Schritte. Kurz darauf merkte er, dass er verfolgt wurde. Diese elende Brut. Er würde sich nicht umdrehen. Friedrich wäre gerne gelaufen, aber das klappte in seinem Alter leider nicht mehr. Endlich kam der Feldweg in Sicht, der zu seinem Bauernhof führte. Plötzlich spürte er von hinten einen heftigen Stoß. Er stolperte nach vorn, verlor das Gleichgewicht und landete der Länge nach auf dem morastigen Boden. Ein Knacken in seinem Handgelenk ließ ihn vor Schmerz laut aufschreien. Friedrich holte tief Luft und schloss kurz die Augen. Sein Herzschlag raste. Mühsam drückte er sich auf die Knie. Im nächsten Moment erhielt er einen Schlag auf den Kopf. Es fühlte sich an, als wäre in seinem Inneren eine Bombe explodiert. Er fasste sich mit der linken Hand an den Hinterkopf. Seine Finger waren voller Blut. Schwindel überkam ihn. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Als der zweite Schlag ihn traf, verlor er das Bewusstsein. Ja, das war Friedrich Teufel. Dankeschön. Ja, auf meinem Regieplan steht jetzt, nach dem Mord an dem 90-jährigen Opa machen wir erstmal eine Pause. Das müssen wir erst verdauen. Und die nutzen wir, oder Sie, für ein kleines Getränk. Und natürlich, Sie bleiben hier sitzen. Und wer ein Buch hat und mit gerne also eine Unterschrift haben möchte, der kann natürlich dann gern kommen in der Pause und sich beglücken. Mache ich gerne, mit Widmung. So, dann, wie soll man sagen, feuerfrei darf man ja heute nicht mehr sagen. Wir rauchen ja nicht mehr hier drin. Also, aber trotzdem, ein kleines Getränk.
Das können wir uns jetzt genehmigen.
Kaffeekuchen-Krimi. Da kommt Achim Albrecht. Den habe ich kennengelernt oder seine Werke kennengelernt, schätzen gelernt durch Frau Neumann und Herr Nies, beides Verleger vom OCM Verlag, die heute auch hier sind. Freue mich, dass Sie hier sind. Und wahrscheinlich freuen Sie sich auch, dass der Herr Albrecht dann hier am 28.11. bei Kaffee und Kuchen seine Werke vorstellen kann. Ich denke, das wird ein schöner Nachmittag. Das nächste ist dann im Februar, kommt auch aus dem OCM Verlag, der Herr Markus Veit. Stellt auch seine Werke vor nach dem Motto Kaffee, Kuchen, Kurzweil. Daran hört man wieder Kaffee, Kuchen. Das ist wahrscheinlich wieder nachmittags, 15 Uhr. Diesen 15-Uhr-Termin haben wir einfach mal jetzt ausgewählt, weil ich immer wieder gehört habe, so spät abends möchte ich nicht mehr vor die Tür gehen. Von Frauen kann ich durchaus verstehen. Wegen der ganzen Morde hier im Umland. Ja. Genau. Kam aus dem Publikum kam jetzt der Hinweis, wegen der ganzen Morde traut man sicher nicht mehr raus. Das war früher anders hier in Unna, da ist man nachts noch durch die Gegend gezogen, aber seit einiger Zeit, Frau Plötner sei es geschuldet, ich habe ein schlechtes Gewissen. Traut sich kaum noch jemand raus. Aber das ist einfach mal ein Versuch, die Lesungen dann auf Sonntagnachmittag, 15 Uhr, zu legen, gucken, wie das ankommt. Das nächste ist, auf den Plätzen haben Sie alle noch etwas gefunden, nämlich das Programm, was ich gesagt habe, für die nächste Zeit und auch ein bisschen Gebäck. Ich hoffe, der eine oder andere hat probiert. Jetzt weiß ich nicht, wie es geschmeckt hat. Also überwiegend kommt die Rückmeldung lecker. Das ist schön. Das sind Aachener Printen, die wir jetzt als Sonderverkauf hier auch machen. Und wir haben das hingekriegt, wir können die als süße Grüße aus Massen oder Adventsgruß aus Massen verkaufen. Sprich, man hat auch ein schönes Geschenk für seine Lieben mit Ortsbezug, was in Massen, glaube ich, immer ganz gut ankommt. So, jetzt bin ich eigentlich fertig an der Stelle. Und ich denke, dann hören wir weiter, was das Schicksal so mit Fritz Teufel oder seinen Verwandten noch so vorhat. Danke. Fritz Teufel ist tot. Jawohl. Eindeutig und endgültig. Und nun geht es natürlich um die Frage, wer kommt als potenzieller Täter oder als potenzielle Täterin in den näheren Kreis der Verdächtigen. Die beiden Ermittler aus Unna stellen schnell fest, dieser Friedrich Teufel hieß nicht nur so, sondern war ein Teufel in Person. Er hat nun mehrere Menschen dranglisiert, war also, naja, wie soll man es nennen, er war höchst unbeliebt, man kannte ihn, man hat ihn gemieden, aber das lag zum großen Teil natürlich an ihm selbst, weil er nun tatsächlich kein ausgesprochen freundlicher Mensch war und eben eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt hat, die auch im hohen Alter von 90 Jahren ihm nicht verloren gegangen ist. Und da ist natürlich dann jetzt die Frage, wie hat nun seine Umwelt, wie hat sie ihn aufgenommen? Gab es überhaupt Menschen, die mit ihm zu tun hatten? Und wenn ja, kamen oder kämen diese möglicherweise für den Mord an ihm in Frage? Die nächste Frage, die sich dann auftut, die beiden Ermittler stellen sich das Problem, könnte es möglicherweise innerhalb der Familie zu Problemen gekommen sein, die dann tödlich endeten? Oder ist es eher so, ob nicht vielleicht doch jemand von außen, was wir gerade schon gehört haben, nämlich der Mann, der auf dem Trecker saß, den er als, was war es nochmal, als Mistfliege bezeichnet hat, ob der möglicherweise auch so einen Hass auf diesen alten Mann hatte, dass der zu dieser Tat fähig gewesen sein könnte. Ja. Sie wollen erstmal noch nichts dazu sagen, denn wir wollen ja nicht den Täter verraten, aber vielleicht können Sie schon mal so kurz erläutern, in welche Richtung denn unsere Kommissarin und Hauptkommissarin und Hauptkommissar Teubner jetzt in diesem Dickicht von Verdächtigen sich auf den Weg machen. Also als Sie am Tatort eintreffen, da finden Sie direkt zwei Streithähne. Zum einen den Sohn
des Verstorbenen, des Erschlagenen, Andreas Teufel, der hat ein Restaurant betreibt ein Restaurant auf dem Hof, zusammen mit seiner Frau Claudia. Und er streitet sich mit dem Pächter der Ländereien. Also die Familie Teufel hat ihre Ländereien verpachtet. Und zwischen diesen beiden Männern ist schon Streit, obwohl der alte Herr noch im Matsch liegt. Ja, tot im Matsch. Genau, tot. Sonst. Also es tun sich aber noch ganz viele andere Verdächtige auf. Die Mitarbeiter des Restaurants werden durchleuchtet. Es wird bei einem 90-Jährigen kann man ja weit in die Vergangenheit zurückgehen. Da tauchen auch noch einige Verdächtige auf. Sein Sohn rückt etwas näher in den Fokus, weil ich sagte, er betreibt dieses Restaurant. Er möchte expandieren, er möchte einen Ferienhof machen. Dem stand der alte Teufel im Weg, das wollte er nicht. Dann gibt es noch die Enkeltochter Melissa, 25, die ist Studentin. Und sie ist praktisch vom Hof geflüchtet, als der alte Herr Teufel seine Frau ins Heim abgeschoben hat. Und das wollte Melissa, konnte sie gar nicht gut haben, weil sie hätte die Oma lieber auf dem Hof behalten, aber die alte Dame war dement und der Teufel wollte da nichts mehr mit zu tun haben. So, jetzt lernen wir Melissa kennen, die ihre Oma jede Woche im Heim besucht und sie dabei im Bonnyheim in Unna, ist hier bestimmt bekannt, ne? Ja. In Massen sollte es bekannt sein. Sie besucht sie dort jede Woche und schiebt sie dann meistens bis in die Innenstadt. Und da geht es jetzt weiter. Melissa schob den Rollstuhl quer über den Marktplatz, beobachtete einige Tauben, die ihren Durst am Eselsbrunnen löschten. »Möchtest du etwas vom Bäcker?«, fragte sie und beugte sich seitlich zu ihrer Oma. Sie hatten den Marktplatz verlassen und die Fußgängerzone erreicht. Gleich rechts befand sich eine kleine Bäckerei, wo Melissa für sich und ihre Mitbewohnerin ein Körnerbrot kaufen wollte. Ihre Oma reagierte nicht. Sie war in ihrer eigenen Welt, vielleicht zu überwältigt vom Treiben in der Innenstadt, als dass sie die Frage beantworten konnte. Melissa schob ihre Oma neben die Bäckerei, sodass der Rollstuhl nicht im Weg stand, und blockierte die Räder mit der Bremse. »Ich bin sofort zurück.« Alma Luise Teufel lächelte und nickte. Melissa betrat den Laden und stellte sich an den Verkaufstresen. Eine massige Frau vor ihr bestellte 10 belegte Brötchen, die frisch zubereitet werden sollten. Eine zweite Verkäuferin kam nicht in Sicht. Melissa wurde nervös. Sie ließ ihre Oma ungern zu lange warten. Ungeduldig trat sie einen Schritt zur Eingangstür, um einen Blick auf Oma Alma werfen zu können. Der Rollstuhl war weg. Sie rannte aus dem Geschäft. Das war doch nicht möglich. Ihre Oma war verschwunden. Melissa sah sich hektisch um. Oma Alma hatte sich noch nie von der Stelle gerührt, wenn die Bremse angezogen war. Wie hätte sie die auch selbst lösen sollen? Sie wusste gar nicht, wie das ging. Eine junge Mutter schob ihr etwa 2-jähriges Kind in einem Buggy vorbei. Melissa trat sofort auf sie zu. »Haben Sie eine ältere Dame im Rollstuhl gesehen?« Die Frau schüttelte den Kopf und eilte weiter. Melissa blickte die Fußgängerzone hinauf Richtung Kino, dann hinunter bis zur Wasserstraße. Keine Spur von ihrer Oma. »Das gibt's nicht«, fluchte Melissa. Sie hatte sie doch höchstens für 2 Minuten aus den Augen gelassen. Und nun hatte es auch noch zu nieseln begonnen. Melissa lief zurück zum Marktplatz und suchte die Umgebung ab. Niemand, den sie fragte, erinnerte sich an eine Frau im Rollstuhl. Was sollte sie jetzt machen? Je länger sie nachdachte, desto unwahrscheinlicher kam es ihr vor, dass Oma Alma sich allein auf den Weg gemacht hatte. Irgendjemand musste sie geschoben haben. Wer könnte das gewesen sein? Ein Entführer? Melissa war mit der Situation völlig überfordert. Sie rief zunächst die Polizei, danach das Bonnyheim an
Und dann betete sie, dass es ihrer Oma gut ging. Christian Schneider arbeitete nun seit 8 Jahren als Pfleger im St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim oder Bonniheim, wie es im Volksmund hieß. Er keuchte, als er mit seinem Rad die Mühlenstraße hochfuhr. Diese letzte Anhöhe hinter der Eisenbahnunterführung trieb ihm jeden Tag den Schweiß auf die Stirn. Seit Monaten nahm er sich vor, wieder Sport zu treiben, um seine Kondition zu verbessern. Wenn er von der Arbeit kam, fühlte er sich jedoch so antriebslos, dass er den Fernseher oder seinen PC jeglicher anstrengenderen Aktivität vorzog. Endlich erreichte er die Abbiegung zum Bonniheim. Schneider hatte Glück, kein Gegenverkehr, der ihn zum Anhalten gezwungen hätte. Er bog in die Mozartstraße ein, lenkte das Fahrrad an der Einfahrt auf den Bürgersteig und stutzte augenblicklich. Auf dem Gehweg vor der Mauer stand ein Rollstuhl. Da saß jemand drin. Mitten auf den Stolpersteinen, die man als Andenken an die deportierten Juden der Nazizeit vor dem Heim verlegt hatte. Da dieser jemand ihm den Rücken zukehrte und Schneiders Brille vom Schwitzen beschlug, konnte er auf den ersten Blick nicht ausmachen, ob es ein Bewohner des Heims war. Im Näherkommen erkannte er die alte Frau Teufel. Sie hielt den Kopf gesenkt, als würde sie schlafen. »Guten Tag, Alma Luise«, grüßte er freundlich, da es wegen ihres Nachnamens schon mehrfach zu Missverständnissen gekommen war. Mit ihrer fortgeschrittenen Demenz vergaß sie ihn manchmal und fühlte sich aufs Tiefste beleidigt, wenn man sie Frau Teufel nannte. So hatte man sich unter den Pflegern geeinigt, sie beim Vornamen zu nennen. »Was machen Sie so ganz allein hier draußen bei dem schäbigen Wetter?« Die Alte rührte sich nicht, war vermutlich in ihrer eigenen Welt versunken. »Alma Luise? Alles gut? Ich bin sofort bei Ihnen, schließe nur eben das Fahrrad weg.« Er schob das Rad eilig in die Einfahrt bis an den Container, in dem die Mitarbeiter ihre Räder abstellen durften. Das Schloss ließ sich mit dem Transponderschlüssel öffnen, den jeder Angestellte des Heims besaß. Nachdem er das Rad abgestellt und die Tür wieder verschlossen hatte, fielen dicke Regentropfen vom Himmel. Rasch eilte er zurück, fasste an die Griffe des Rollstuhls und wendete ihn, um die alte Dame ins Warme und Trockene zu befördern. »Nun machen Sie doch nicht so hektisch«, rief Frau Teufel sofort. »Sehen Sie nicht, was ich hier habe?« Christian Schneider warf einen flüchtigen Blick auf den Schoß der Frau und stutzte. Spielte die Alte jetzt mit Puppen? Sie hielt eine Babypuppe in einer Decke gewickelt mit Mützchen auf dem Kopf. Bislang hatte er Frau Teufel trotz ihrer Demenz für relativ normal gehalten. Es war etwas vergesslich halt, jedenfalls nicht durchgeknallt. Aber jetzt? »Was haben Sie denn da?« fragte er dennoch höflich. Sie drehte sich entrüstet um. »Sie werden doch ein Baby erkennen. Es ist von Edith. Ich soll darauf aufpassen.« Schneider schüttelte den Kopf und schob den Rollstuhl auf den Eingang zu. Nach 2 Schritten blieb er abrupt stehen. Hatte die Puppe sich bewegt? Er stellte die Bremse fest und ging um den Rollstuhl herum. Dann beugte er sich über Frau Teufel. Sie hielt das Bündel nun im Arm, fest an ihre Brust gepresst. »Darf ich mal sehen?« Vorsichtig, als wolle sie die Puppe nicht wecken, drehte Frau Teufel ihren Arm. »Das Kleine schläft«, flüsterte sie. »Es ist das Baby von Edith«, wiederholte sie. »Ich werde mich darum kümmern.« Im selben Moment schlug die vermeintliche Puppe die Augen auf. Christian Schneider schluckte. Das sah so echt aus. Krass. Er konnte nicht umhin, seine Hand nach dem winzigen Würmchen auszustrecken. Mit der Rückseite seines Zeigefingers berührte er vorsichtig die Wange. Er fühlte weiche Babyhaut. Augenblicklich verzog sich das Gesicht und das kleine Wesen schrie seine Empörung hinaus. Seine Hand zuckte zurück. »Jetzt haben Sie es geweckt«, sagte Alma Luise vorwurfsvoll.
Schneiders Herz klopfte wild. »Tut mir leid«, murmelte er und löste die Bremse des Rollstuhls. Rasch schob er Alma-Luise Teufel hinein in die Einrichtung, raus aus dem Regen. Der Doorkeeper sah ihn überrascht an. »Wo haben Sie Frau Teufel gefunden? Waren Sie mit ihr spazieren? Es wird überall nach ihr gesucht. Und wieso hat sie ein Baby im Arm?« Ja. An dieser Stelle muss ich sagen, wenn ich Christian Schneider gewesen wäre, hätte ich erstmal sofort eine Sauerstoffpulle gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Also, man stellt sich das vor, eine demente Frau, vielleicht etwas jünger als der Verstorbene oder der Ermordete, aber doch weit über 80, davon gehen wir aus. Ja, 88. Sitzt dort und hat ein Baby im Arm. Das ist an sich schon komisch genug. Aber sie sitzt in einem Rollstuhl, der vorher noch in der Nähe des alten Marktes stand, also mit Bremsen versehen. Und dann habe ich überlegt, wie kriegt sie das noch hin, dass es so passt? Und ich muss sagen, sie hat es gut hingekriegt. Mehr darf ich nicht verraten, aber es ist natürlich, das wäre jetzt meine Frage, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ist ja doch ein bisschen abstrus oder wie soll ich das nennen? Oder, naja, ist ein bisschen komisch, dass eine demente Frau plötzlich vorm Bonnyheim sitzt. Da sitzen ja manchmal schon welche, aber die haben nicht alle ein Baby auf dem Arm. Das müssen wir uns noch mal kurz erklären. Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt vorhabe, ein neues Buch zu schreiben, dann laufe ich meistens mit dem Hund durch die Stadt, durch den Bornekamp oder durch die Innenstadt und dann kreist hier mein Gedankenkarussell. Und irgendwann hatte ich plötzlich dieses Bild vor Augen, eine Frau im Rollstuhl mit einem Baby auf dem Schoß. Ich denke, das ist so zu doof, ne? Das kannst du nicht verwenden. Aber mich hat dieses Bild nicht mehr losgelassen. Ich habe gedacht, das ist ja auch interessant. Man müsste da irgendwie was konstruieren, damit man daraus eine Geschichte machen kann. Ja, und dann habe ich praktisch um diese Vision oder um dieses Bild, was ich vor Augen hatte, den ganzen Roman drumherum gebastelt. Also so ist der Roman entstanden. Also natürlich musste ich dann auch überlegen, was passiert jetzt für ein Verbrechen. Es musste ja auch hinterher vernünftig aufgelöst werden. Wie ist Frau Teufel denn in ihrem Zustand wieder bis zum Heim gekommen? Genau. Wem gehört das Baby? Wem gehört das Baby, genau. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. ja, also das fand ich schon beachtlich. Also das ist ein bisschen, sagen wir mal, ungewöhnlich. Aber wenn man weiterliest, klärt es sich ja alles auf. Also das war schon, das war so ein Punkt, wie gesagt, als ich erst mal gesagt, also der ist schon mal völlig außer Atem mit seinem Fahrrad und dann kriegt er noch so ein Ereignis. Also ich glaube, der hat sich abends erstmal einen Schnaps getrunken. Der Berg hat es aber auch in sich. Der Berg hat es in sich, ja, wenn man keinen Antrieb, nur so ein E-Bike hat. Ja, jetzt wollte ich noch einmal kurz auf die beiden, wie soll man sagen, die Protagonisten der Unner Polizei kommen. Also die Maike Graf und der Max Teubner. Die haben sie ja auch, gut, die sind natürlich im Einsatz. Und zum Teil haben sie ja schon etwas charakterisiert. Freunde, Bekannte und so weiter. Ja, wenn Sie es also einfach kurz zusammenfassen würden, also was sind das für zwei Menschen? Sind das echte Unna oder sind das Massner oder Westfalen? Na, kurz ist schwierig. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen jetzt. Ich wollte, als ich diese Serie zu schreiben begonnen habe, habe ich mir erstmal überlegt, ich möchte ja, dass sie in Unna spielt. Jetzt haben wir nur ein großes Problem. Wir haben ja kein Polizeipräsidium hier. Das heißt, bei Mordermittlung ermittelt ja nicht Unna, sondern, wie wir eben schon gehört haben, Kriminalhauptstelle Dortmund. Ja, ist ja alles ganz schön und gut. Ich habe mich natürlich auch mit Polizisten unterhalten, wie man das lösen könnte. Und dann habe ich gedacht, du musst deinen Figuren die passende Vita verpassen, damit die auch berechtigt sind, bei einer Mordermittlung zu ermitteln. Maike Graf ist deswegen viele Jahre tätig gewesen im Polizeipräsidium in Dortmund. Sie hat dort im KK 11 gehandelt, das ist das Kommissariat für Kapitaldelikte, also die auch für Mord, Selbstmord und sowas zuständig sind. Und hat gearbeitet unter Jochen Hübner, der meistens hier in meinen Romanen diese Ermittlungen leitet, aber nur als Nebenfigur.
Und sie hatte aber eine private Beziehung mit ihm. So. Und als die in die Brüche ging, da hat sie sich nach Unna versetzen lassen. Sie hat also das Know-how, um im Mord zu ermitteln. Und Jochen Hübner, der immer noch an ihr hängt, der zieht sie natürlich auch immer in die Ermittlungen mit hinein. Da hatte ich dieses Problem schon mal gelöst. Maike Graf wohnt ganz in der Nähe des Bonnyheims in der Lorzingstraße. Im ersten Buch hat sie eine Eigentumswohnung selbst renoviert. Also sie ist eine sehr taffe junge Frau. So um die 40 mittlerweile müsste sie jetzt sein. Ich habe das. Also, sie fing an mit 36. Ich denke, man kann ja jetzt. 41 war sie, ist sie jetzt. 41, ja. Ah ja, jetzt ist sie schon eine weiter. 42. Ja, man weiß ja nicht, ne, ob man pro Buch jetzt ein Jahr dazu nimmt oder ja. Es ist ja auch, die sind ja nicht alle immer in ein Jahr auf genau. Das andere erschienen. Egal, kurz über 40 ist. Über 40, das stimmt. Und hat halblange Haare, sportlich, ist also eine taffe junge Frau. Max Teubner, dem habe ich die Vergangenheit gegeben, den lernt man in Enkeltrick kennen. Der ist ein etwas introvertierterer Typ, also er gibt nicht so sehr viel von sich preis. Er wohnt in Freundenberg-Langschede bei seiner Tante, einer ehemaligen Richterin. Und er hat im Polizeipräsidium Köln gearbeitet. Und bei Enkeltrick muss er da, mit der Enkeltrick-Mafia hat er in der Vergangenheit was zu tun gehabt und hat sich deshalb nach Unna versetzen lassen, ist also auch in der Lage, in Mordermittlungen seinen Senf dazu zu tun. Als dritte Figur, die nicht so ganz viel auftaucht, Sören Reinders noch, der Oberkommissar, der ist geschieden, hat eine 10-jährige Tochter und gibt ein bisschen Schwung. Der ist so ein bisschen flachsiger Typ. Mhm. Ja, diese drei, die sollen es dann immer reißen. Genau, okay. Ja, es ist ja ein Rheinländer dabei, ne? Ja, also. Das ist ja schon mal schön. Wir haben ja öfters immer so Spaß. Sagt man ja, wir kommen aus Westfalen und die anderen kommen aus dem Rheinland. Wir gehören ja zusammen, seit es Nordrhein-Westfalen gibt. Und unser Landesdirektor sagt dann immer, auch im Spaß natürlich, in Münster, die Westfalen, die bezahlen das, was die Rheinländer versprechen. Das stimmt ja manchmal auch. Aber auf jeden Fall haben wir dann einen aus dem Team, der aus dem Rheinland kommt. Und das ist immer so rheinischer Frohsinn, obwohl er introvertiert ist. Aber man versucht ja auch immer, also ich versuche natürlich, dass die Figuren sich auch weiterentwickeln. Mhm. Der Teubner hat zum Beispiel einen unehelichen Sohn, den er noch gar nicht so lange kennt. Und der ist jetzt auch bei der Polizeischule. Ist durchaus möglich, dass der vielleicht irgendwann mal mehr Kompetenzen kriegt. Ne? Okay. Also im nächsten oder im übernächsten Band. Schauen wir mal. Der muss ja erstmal. Der muss erstmal wachsen. Erstmal durch die Polizeischule, ja, der genau. Der muss wachsen. Gut, dann haben Sie gerade schon erzählt, es geht weiter mit einem Streit. Ein Familienstreit gibt es ja häufig, auch in Massen und auch an der Massener Heide. Also Streit und ein Autounfall. In diesem Autounfall war dann der Teufelssohn verwickelt. Der allerdings mit dem Leben davonkommt. Also nicht zu früh freuen. Nicht zu viel verraten. Nicht zu viel verraten. Also auf jeden Fall gab es einen Unfall. Und jetzt sind Sie wieder dran. Also zwei Ermittler haben gerade, Max Teubner und Sören Reinders, haben gerade die Wohnung von Friedrich Teufel durchsucht und betreten jetzt den Innenhof, wo sich ja auch das Restaurant befindet. Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter. Als sie den Innenhof betraten, hatte sich der Nebel, der gegen Mittag zurückgewichen war, wieder verdichtet. Die Eingangslampen des Restaurants und die Brunnenbeleuchtung waren bereits eingeschaltet und gaben den Nebelschwaden etwas Unheimliches. »Vergiss es, Melissa! Auf gar keinen Fall!« brüllte Andreas Teufel in diesem Moment. Teubner erkannte ihn vor dem Eingang des Restaurants, neben ihm seine Frau, ihnen gegenüber stand ihre Tochter. »Papa, bitte«, flehte sie laut, »jetzt, wo Opa Friedrich tot ist, könnte Oma doch auf den Hof zurückkommen. Die Pfleger kümmern sich ganz lieb um sie, ja, aber durch ihre Demenz weiß sie gar nicht mehr, wo sie ist. Auf dem Hof würde sie sich wenigstens ab und zu an etwas erinnern.« Andreas Teufel schüttelte erregt den Kopf und wehrte die Bitte zusätzlich mit den Händen ab. »Nein«, sagte er laut, »deine Oma muss ständig unter Aufsicht stehen. Die kann sonst was anrichten.
Wäre nicht das erste Mal, dass wegen einer schrulligen Alten ein Haus abfackelt. Schrullige Alte? Schrie Melissa. Du redest von deiner Mutter. Hast wohl vergessen, wer dir den Luxus hier finanziert hat. Teufel Junior trat dicht auf seine Tochter zu und beugte seinen Oberkörper drohend nach vorn. Mit hochrotem Kopf blickte er auf sie hinab. Du hältst jetzt besser den Mund. Willst du dich um Oma kümmern? Willst du ihr die Windeln wechseln, wenn es irgendwann nötig ist? Willst du sie füttern? Nein, du bist jeden Tag in der Uni und würdest von dem Stress hier gar nichts mitbekommen. Teubner und Reinders standen wie angewurzelt vorm Wohnhaus und beobachteten die Szene. Familie Teufel hatte sie scheinbar noch nicht bemerkt. Wir sollten gehen, meinte Teubner leise. Lass mal, flüsterte Reinders zurück. Wird doch gerade spannend. Melissa wich keinen Zentimeter vor ihrem Vater zurück. Sie blickte ihn wütend an und stemmte die Hände in die Hüften. Opas Haushälterin Simone Merzig kann sich um Oma kümmern. Sie würde das gerne machen, zumal sie seit Opas Tod ja eigentlich arbeitslos ist. Außerdem lässt sich die Wohnung so absichern, dass Oma nichts anstellen kann. Andreas Teufel schüttelte den Kopf und wurde noch lauter. Ich sage nein und damit Ende der Diskussion. Mama! Melissa blickte zu Claudia Teufel, die bislang schweigend neben ihrem Mann gestanden hatte. Sag auch mal was! Ein Versuch wäre es wert, wenigstens für ein paar Wochen, pflichtete sie ihrer Tochter bei. Man könnte das Heim so lange weiter bezahlen und sehen, wie sich die Dinge mit Alma Luise entwickeln. Andreas Teufel warf seinen Kopf herum. Hast du jetzt den Verstand verloren? Brüllte er. Bin ich nur von Idioten umgeben? Ich kann keine Demenzkranke auf dem Hof gebrauchen. Ich will meine Ruhe haben. Verdammt nochmal! Melissa stieß ihrem Vater mit Wucht die Fäuste vor die Brust. Du bist ein arrogantes, egoistisches, selbstgefälliges Arschloch, schrie sie völlig außer sich. Andreas Teufel hob die Hand und schlug ihr eine schallende Ohrfeige ins Gesicht. Und du hast sie nicht mehr alle. Verschwinde von hier. Teubner und Reinders liefen auf Familie Teufel zu. Reinders konnte Melissa gerade noch davon abbringen, sich auf ihren Vater zu stürzen. Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal, sagte er und zog die junge Frau von ihrem Vater weg. Teubner stellte sich vor Andreas Teufel, der seine Emotionen nur noch mit Mühe unter Kontrolle brachte. Seine Lippen bebten, er hielt die Hände zu Fäusten geballt. Er stand sichtlich unter Strom, sein ganzer Körper strahlte reine Aggressivität aus. »Keine Dummheiten, Herr Teufel. Wir haben alle gesehen, dass Sie Ihre Tochter geschlagen haben. Melissa könnte Sie anzeigen. Jetzt kriegen Sie sich ein und machen Sie es nicht noch schlimmer.« Der Restaurantbesitzer presste die Lippen aufeinander. Claudia Teufel hatte sich von ihm abgedreht, um ihrer Tochter beizustehen. Andreas Teufel warf den beiden Frauen einen verächtlichen Blick zu. Einen Moment sah es so aus, als wolle er sich doch noch auf sie stürzen, schien im Beisein der Polizeibeamten aber davor zurückzuschrecken. Teubner behielt ihn im Auge, war bereit, sofort einzuschreiten. Endlich drehte sich der Restaurantbesitzer von ihm ab und stürmte mit großen Schritten auf einen schwarzen Mercedes zu, der am Ende des Innenhofs parkte. Ein Klack-Klack ertönte und die Blinker des Wagens leuchteten kurz auf. Teufel sprang hinters Steuer und schaltete den Motor ein. Sekunden später raste er mit quietschenden Reifen davon. Andreas Teufel kochte innerlich vor Wut. Seine Hände krallten sich um das Lenkrad, während er den Mercedes über die Landstraße trieb. Die klare Stimme von Freddie Mercury dröhnte durch den Innenraum des Wagens. »We will rock you!« Teufel stierte auf die Straße, musste sich zwingen, die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht zu überschreiten. Er schlug zornig aufs Steuer, hätte seinen Frust gerne hier rausgeschrien. Nebel waberte im Scheinwerferstrahl über die Fahrbahn.
Die Lichter schienen eine Wand aus Watte zu durchschneiden. Diese blöden Weiber, was wussten sie schon von seiner Beziehung zu seiner Mutter? Andreas seufzte. Warum musste ausgerechnet seine Mutter unter dieser beschissenen Demenz leiden? Warum nicht der alte egoistische Tyrann? Seit sie unter dieser Krankheit litt, hatte es niemanden mehr gegeben, der ihm Einhalt gebot. Er hatte seinen Vater gehasst, schon als Kind und auch jetzt noch, über seinen Tod hinaus. Andreas drosselte das Tempo, als er von Süden Richtung Innenstadt fuhr. Beim Möbelzentrum Zurbrüggen staute sich der Verkehr. Er schüttelte verständnislos darüber den Kopf, dass die Leute um diese Zeit noch Möbel kaufen gingen. So kurz vor Feierabend. Bald darauf lenkte er den Mercedes auf den Parkplatz des St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheims. Melissa warf ihm ständig vor, er würde seine Mutter nicht besuchen. Das stimmte jedoch nicht. Das brauchten Claudia und Melissa aber nicht wissen. Er scheute sich davor, Schwäche zu zeigen. Als Andreas das Auto verließ, fröstelte es ihn. Er war in seiner Wut ohne Jacke losgefahren. Eilig lief er zum Eingang der Einrichtung. Man kannte ihn hier, nickte ihm freundlich zu und ließ ihn durch. Das Abendessen hatten die Bewohner schon eingenommen. Mutter saß nun allein in ihrem Zimmer vor dem Fernseher und schaute sich eine Doku über den südamerikanischen Regenwald an. »Hallo Mama«, grüßte er und umarmte sie in ihrem Lieblingsohrensessel. »Andreas«, rief sie erstaunt, »was machst du denn um diese Zeit noch hier? Ist was passiert auf dem Hof?« Er hatte Glück, einer ihrer lichten Momente. »Nein, nein, alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen.« Er lächelte und setzte sich ihr gegenüber auf die Kante ihres Bettes. »Wirst du nicht im Restaurant gebraucht?« Andreas schüttelte den Kopf. »Für ein Stündchen schafft Claudia das alleine mit dem Personal. Nach dem Gänseessen gestern ist heute sowieso weniger los.« Seine Mutter blickte erstaunt auf. »Gänseessen? Ist schon wieder November? Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Hattet ihr gut zu tun?« »Ja, wir waren ausgebucht. Ein äußerst erfolgreicher Abend. Ich hatte übrigens ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit einem Mitarbeiter des Bauamts. Wir wollen bald expandieren.« »Du machst das schon, Junge«, sagte Alma Luise müde lächelnd und sah wieder zum Fernsehen. Die Unterhaltung schien sie anzustrengen. »Wie furchtbar, dass die Wälder da unten abgeholzt werden.« Sie zog ihre Strickjacke vor der Brust zusammen, als sei ihr kalt. »Sonst alles gut bei dir, Mama? Wirst du gut versorgt?« Sie blickte mit verklärten Augen zu ihm. »Was hast du gesagt? Kümmert man sich gut um dich?« Seine Mutter nickte. »Natürlich, Friedrich oder Frau. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Unsere Haushälterin. Einer von beiden wird mich schon gleich ins Bett bringen. Sie können ruhig gehen, junger Mann.« Es tat weh, wenn sie ihn von einem Moment auf den anderen nicht mehr erkannte. Andreas seufzte, stand auf und nahm seine Mutter erneut in den Arm. Sie blickte ihn überrascht und fremd an. Es war ihm egal. Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange, verabschiedete sich und verließ das Wohn- und Pflegeheim. Draußen empfing ihn nasskalte Abendluft. Andreas setzte sich in den Mercedes, schaltete den Motor an und drehte die Klimaautomatik auf 27 Grad. Ein Blick aufs Smartphone zeigte ihm 3 verpasste Anrufe von Claudia. Das hatte Zeit. Sollte sie ruhig schmoren. Vermutlich plagte sie das schlechte Gewissen, weil sie sich auf Melissas Seite geschlagen hatte. Er setzte den Wagen zurück und schlug den Weg zum Hof ein. Als er den Hillering erreichte, hatte der Nebel sich verdichtet. Die vereinzelt liegenden Höfe tauchten nur schemenhaft am Straßenrand auf. Die Lichter in den Fenstern der Bauernhäuser wirkten wie neugierig funkelnde Katzenaugen in der Dunkelheit. Zu dieser Zeit war auf der Landstraße nicht mehr viel los. Die Scheinwerfer seines Mercedes gruben sich einsam an einem Weg durch den Nebel.
Nach einer Weile tauchte hinter ihm ein Fahrzeug auf, das sich rasch näherte. Das Scheinwerferlicht des Wagens blendete auf. Lichthupe. Was wollte der Idiot? Sollte er doch überholen, wenn er ihm zu langsam fuhr. Ein Blick auf den Tacho zeigte Andreas, dass er selbst die hier vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde bereits überschritten hatte. Lautes Hupen ertönte. Andreas blickte sich kurz um, was während der Fahrt im Nebel mit Risiko verbunden war. Er konnte den Fahrzeugtyp nicht erkennen, den Fahrer schon gar nicht. Sein Herz pochte fest gegen seine Brust. Er spürte instinktiv, dass von dem Wagen eine Bedrohung ausging. So verhielt sich kein normaler Autofahrer. Vermutlich war Alkohol im Spiel und der Typ überschätzte seine Fahrtüchtigkeit. Jetzt setzte er zum Überholen an und zog auf der Gegenfahrbahn mit ihm gleich. Andreas sah einen dunklen Sportwagen mit getönten Scheiben. Kein Auto, das ihm bekannt gewesen wäre. Unwillkürlich verringerte er die Geschwindigkeit seines Wagens. Auf ein Rennen im Nebel würde er sich nicht einlassen. Aber auch der Sportwagen wurde langsamer. »Überhol doch, du Idiot!« Der Motor des Sportflitzers röhrte kurz auf, dann ließ der Fahrer sein Auto etwas zurückfallen, blieb allerdings auf der Gegenfahrbahn. Andreas blickte nach links, glaubte auf der Motorhaube des Wagens einen Totenkopf zu erkennen. Er drückte aufs Gas und fuhr ein Stück voraus. Kurz darauf waren beide Autos erneut auf gleicher Höhe. Andreas brach der Schweiß aus. Er ließ das Seitenfenster runter und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn, während er zu dem Idioten hinüberschaute. »Was willst du von mir?« brüllte er und verschloss das Fenster wieder und drehte den Temperaturregler auf 20 Grad zurück. Mit 90 Stundenkilometern schoss er neben dem anderen Auto durch den Nebel. Sollte er bremsen und rechts ranfahren? Wie würde der Raser reagieren? Würde er aussteigen und die direkte Konfrontation suchen? Vielleicht befanden sich auch mehrere Personen in dem Sportwagen. Plötzlich machte der Flitzer einen Schwenker und rammte ihn an der Seite. Für den Bruchteil einer Sekunde sah Andreas den Totenkopf. Einen Moment später verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes. Hektisch knallte er den Fuß auf die Bremse. Reifen quietschten. Er wurde in den Gurt gepresst wie bei einer rasanten Karussellfahrt. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab, rutschte auf dem Seitenstreifen weiter. Die Rücklichter des Sportwagens verschwanden im Nebel. Äste streiften die Seitenscheiben, die Räder ruckelten durch den Straßengraben. Andreas krampfte die Hände ums Lenkrad. Wie aus dem Nichts tauchte ein Hindernis vor ihm auf. Während des Aufpralls wurde er nach vorn geschleudert. Der Airbag flog ihm entgegen, rammte sein Gesicht, dann verlor er das Bewusstsein. Ja. Dankeschön. Damit wären wir eigentlich am Ende unserer Lesung hier. Aber ich habe noch eine Frage gefunden, die ich gerne noch stellen möchte. Es sind ja zwei unterschiedliche Zeitströmungen, also einmal aktuell, also unsere aktuelle Zeit und ein Blick in die Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit taucht die Edith auf. Und die Edith taucht ja auch auf bei der Frau im Rollstuhl, weil deren Kind von der Edith stammen sollte. Und das müssen Sie mal kurz erklären, wie Sie auf diese Edith gekommen sind, ob Sie damit eine bestimmte Person, die ist ja fiktiv, nehme ich an, aber wie Sie sich in diese Person hineingedacht haben oder sie zu charakterisieren versucht haben. Also es reizt mich immer, aus verschiedenen Perspektiven zu schreiben. Und ich hatte mir diesmal vorgenommen, dass es auch interessant sein könnte, in die alte Zeit mal zurückzuschauen, auch ins alte Unna. Und die Szene mit Edith beginnt, als sie sich von einem Mann auf dem alten Bahnsteig von Unna im Jahr 1952 verabschiedet.
dann taucht Edith immer wieder auf. Sie wird älter, man lernt sie kennen, ihr Leben, merkt, dass sie es nicht leicht hatte im Leben. Und am Ende fragt man sich, es wäre wohl besser gewesen, sie hätte diesen Mann, von dem sie sich verabschiedet hat, niemals kennengelernt. Für mich war es wichtig, also ich fand das auch total interessant, mal in das alte Unna zu recherchieren. Ich habe von meinen Eltern immer gehört, da fuhren auch die Straßenbahn durch die Innenstadt, durch die Bahnhofstraße bis zum Marktplatz. War für mich immer unvorstellbar. Ich kenne die Straßenbahn nur von Dortmund. Und das alles zu recherchieren, fand ich total interessant. Und das hat mich eben gereizt, das mal in so ein Buch mit einfließen zu lassen. Und wie Ediths Handlungsstrang in den Kriminalroman passt, das muss der Leser dann am Ende selbst herausfinden. Das stimmt. Also ich habe jetzt auch, ich habe es ja eben, wie gesagt, auch durchgelesen. Und die Edith, also die ist dann auch von meinem geistigen Auge erschienen, weil sie da im Bereich der Klosterstraße wohl gewohnt hat oder beziehungsweise gearbeitet hat. Und da lebte meine Großtante. Und da könnte ich fast sagen, damit schließt sich der Kreis. Also. Ich kann ja verraten, dass das Haus, was ich da vor dem geistigen Auge hatte, das hat meiner Oma damals gehört. Die hat früher ein Lebensmittelgeschäft in der Klosterstraße geführt. Und ich war da und habe eingekauft. Rabol. Und das konnte ich deswegen so gut beschreiben und habe damit auch niemanden auf die Füße getreten. Da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist wahr. Ja. Und aber meine Oma ist nicht Edith. Edith ist frei erfunden. Ja, damit wären wir zu Ende. Wenn Sie noch Fragen haben. Dankeschön. Ich habe das Buch ja nun, jetzt habe ich schon zum dritten Mal gesagt, ordentlich gelesen und ich muss sagen, also mir hat es wirklich gut gefallen. Es ist stringent aufgebaut. Es spielen zwar viele Leute mit, aber am Schluss hat man eine Lösung, die man auch so akzeptiert. Also klasse. Dankeschön.